Hallo und herzlich willkommen zurück bei Chrono Trigger. Oh, das letzte Mal, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, haben wir das Dorf verteidigt. Genau, und haben die Sichel bekommen. Ich glaube, das war die Sichel. Okay. Yay, und das Dorf verteidigt. Huhu. Mit diesen zwei super lästigen Bossen. Ich frage mich, ob das nur so ein Satz ist oder ob das wirklich geht. Egal, ich würde sagen, jetzt checken wir mal, ob der Brückenbauer schon fertig ist. Wenn wir Glück haben schon, wenn nicht, muss ich noch suchen, was für eine Quest es gibt. Oh ja, richtig. Den ganzen Weg. Okay, Leute. Wir sehen uns auf der Spitze des Berges. Bis gleich. Tja, da sind wir wieder. Auf der Spitze des Berges. Ich speichere sich jetzt halber mal. Tja, mal sehen. Bist du schon fertig oder muss ich noch was anderes machen? Ich habe fertig. Dass ich das noch erleben darf, die Brücke steht. Ohne euch hätte ich das nie geschafft. Vielen Dank. Ich sollte schleunigst ins Dorf zurückkehren. Sicher machen sich die anderen schon Sorgen. Entschuldigung, Eile auch gehen. Aber ich bin gerade erst hochgelaufen. Oder bist du ja endlich wieder? Ich war ehrlich gesagt schon etwas beunruhigt. Das tut mir aufrichtig leid. Diese tapferen Helden haben mich gerettet. Und was noch viel wichtiger ist, ich konnte mein Lebenswerk vollenden. Das ist ja großartig. Nicht wahr? Ohne eure Hilfe hätte ich das nie geschafft, werte Helden. Ich danke euch vielmals. Tut denn der Nu? Oh, das Nu. Was willst du denn hier? Auf dem Berg ich alleine war, aber hier viele Leute sind, darum ich gekommen bin. Ist dem so? Nun, wir sind nur ein kleines Dörfchen, das nicht viel zu bieten hat, aber wenn du möchtest, kannst du gerne bei uns bleiben. Das sind wir dir schuldig. Ja, also hat der Nu im Endeffekt doch Freunde bekommen. Das freut mich. Also, weißt du... Dein Essen lecker war. Oh, vielen Dank. Endlich bist du mich besuchen gekommen. Ja. Willst du bei mir wohnen? Warum nicht? Wirklich? Hurra! Sicher werden wir ganz gute Freunde. Komm einfach mit. Das freut mich wirklich. Nachdem er die ganze Zeit vom prähistorischen Zeitraum bis jetzt alleine war, sieht ganz aus, als hätte das nur einen neuen Freund gefunden. Was für ein wunderbarer Ausgang dieser Geschichte. Das alles verdanken wir euch, werte Helden. Nehmt diese kleine Aufmerksamkeit als Zeichen unseres Dankes entgegen. Eine Rüstung. Oh. Ist die besser als die Drachenrüstung? Nicht so.
Das heißt, am meisten profitiert eigentlich Isla davon, wenn ich das richtig sehe. Kann das Reptilengewand sonst irgendwer brauchen? Nicht wirklich. Yeah. Die Brücke ist fertiggestellt. Mein Traum ist wahr geworden. Ich bin euch ja so dankbar. Coole Sache, dann... Es ist beruhigend, alles wieder beim Alten zu wissen. Doch bei dem Gedanken, mir jetzt wieder seine endlosen Vorträge anhören zu müssen, wird mir ganz anders zumute. Was ist jetzt los? Ich wollte mir die Brücke ansehen. Helden, ihr kommt gerade recht. Ich habe die Brücke überquert, die erst kürzlich entstanden ist, um mich auf der anderen Seite umzuschauen. Und wisst ihr, was dort stand? Ein riesiger, schreckenserregender Turm. Es war dort niemand zugegen, aber ich konnte mich des Gefühls nicht erwehren, dass großes Unheil in diesem Bauwerk lauert. Also nahm ich die Beine in die Hand und rannte her zurück. Ein Turm, sagst du? Ist euch etwas dazu bekannt, Ältester? Die Überlieferungen berichten von einem hohen Turm, von dessen Spitze aus die himmlischen Idole über uns wachen. Die himmlischen Idole sind unsere Schutzgötter, Bewahrer des Friedens und Quell all unserer Hoffnung. Wenn es einen Turm so nahe unseres Dorfes gibt, dann handelt es sich höchstwahrscheinlich genau um jenen Turm. Und dein Gefühl könnte dafür sprechen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Hättet ihr die Güte, den Turm für uns zu untersuchen, o ehrenhafte Helden? Turm anschauen? Kein Problem. Hab Dank, ich bin gespannt, was ihr herausfindet. Ja, da porten sie mich jetzt nicht hin. Okay, gut. Ja, ich wollte mir sowieso die Brücke ansehen, wo die jetzt eigentlich hingeht. Und jo, wir sehen uns auf der Bergspitze wieder. Bis dann. So, da sind wir wieder. Hoppla. Na, dann sehen wir uns diese Brücke mal an, würde ich sagen. Und diesen ominösen Turm. Ich muss zugeben, ich habe mal nachgelesen, weil es mich interessiert hat. Und nachdem die Brücke fertiggestellt hat, ist tatsächlich die letzte Quest. Also alles, was hier nach der Brücke kommt, ist das letzte, was wir im Heiligtum... Nein, im... Mist. Mir fällt immer nur der englische Name ein. Jedenfalls in dieser Reptilendorfzeit erledigen müssen, ist alles, was jetzt noch kommt hinter der Brücke. Da bin ich echt schon gespannt drauf. Ich habe extra nicht viel gelesen, sondern nur was das Letzte ist sozusagen. Das heißt, ich weiß nur, dass der Turm hier das Letzte ist. Und ich bin echt schon gespannt, was uns da drin erwartet. Das ist eine echt große Brücke. Knochenritter. Mhm. Ich nehme mal an, die Gegner werden wieder keine sonderliche Herausforderung, aber die Bosse vermutlich. Oder der Boss. Ich weiß nicht, beim letzten Mal waren es zwei Bosse. Und die waren echt, echt nervig mit ihrem Wiederbeleben. Geht weg, ich will die Kisten. Oh, die machen doch mehr Schaden, als ich gedacht habe. Das Kontern von Isla war eine gute Idee, das auszurüsten. 50.000 Gold und eine Dino-Klinge. Ist das was für dich? Nein. Für dich.
Hat mehr Stärke, aber weniger Angriff. Nein, ich will ihm Gradellion nicht wegnehmen. Er macht wirklich irgendwann weniger Schaden, dann probieren wir es mit der Mehrstärke. Was ist denn das? Ah. Ernsthaft? Ein Oktopus? Nicht eigentlich die meisten Kämpfe. Ich kann die meisten Kämpfe einfach umgehen. Ah, schön. Ist das ein Fake-Speicherpunkt oder muss der wieder Punkt genau sein? Ah. Muss wieder Punkt genau sein. Okay. Naja. Oh. Na, dann sehen wir wenigstens gleich, was die können. Na toll, die können auch Groll. Hat bei Krono jetzt aber nicht so viel Schaden gemacht. Das ist einfach, weil Eila weniger Magieverteidigung hat vielleicht. Die können Feuer spucken? Interessant, ist das der Konter? Yeah, Level Up für Magus. Ja, was bist denn du? Kannst du mit Magie probieren? Ja, ich glaube Antimaterie haben wir neu. Oder? Ich dachte irgendwas ist neu. Egal. Machen wir mal einen Feuerzauber. Sind eher magieanfällig. Ich kann rüber oder rauf. Ah. Das sollte kein Problem sein. Ich will die Kiste haben. Okay, so viel Schaden macht er nicht. Ich dachte, der macht mehr physisch, aber war nicht so schlimm. Eine rostige... Oh, eine rostige Klinge, wirklich? Die können wir dem Schmied bringen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir tatsächlich eine finden. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Ja stimmt, und es gibt noch dieses komische Proxy irgendwas. Das sollen wir ja angeblich auch noch finden. Aber ich habe keine Ahnung, wo wir das suchen sollen.
sollte es erledigt sein. Das müsste genug sein, schätze ich. Ja, na bitte. Yeah, Level Up für Chrono. Nice. Ein Speicherpunkt. Ich kann nicht einschätzen, wie hoch er noch ist. Ich benutze lieber ein Zelt. Wir haben davon eh so viel. Hm. Wieder nicht richtig drauf gestanden. Ah, es scheint tatsächlich schon das Ende. Toten Lebenden. Ich will wissen, wie er heißt. Waffenmeister und Schwertkämpfer. Hm. Mal sehen. Machen wir eine Magiebarriere für alle. Schwalbenkonto. Mal sehen, ob wir den Schwertkämpfen wegkriegen. Der hält ganz schön was aus. Eine Magiebarriere für Eiler. Ich mag den Angriff nach wie vor. Und eine Magiebarriere für Chrono. Oh oh. Das ist mir alles irgendwie viel zu knapp. Ich den eigentlich nicht. Oh. Toll, keine Schwarzmagie gegen den benutzen, alles klar. Ja, er ist weg. Aber ich glaube, gegen dich bringt ja gar keine Magie was, oder? Ja doch. Ja, aber nicht viel. Er kommt dort recht leicht, das ist schwierig. Wie viel machst du, wenn du so angreifst? Ich meine, muss ich eine in irgendeiner Form aus... Okay. Also Magieangriff ist trotzdem besser. Ja, halt ich mal selbst.
Ah, das könnte jetzt ein Weilchen dauern. Der hat bestimmt auch jede Menge Leben und ich mache ihm nicht so viel Schaden. Ah, was ich aber machen könnte, ist mit Magus physisch angreifen. Vielleicht schaffe ich den Zustand Stopp. Oh, er war in einem Konterzustand. Okay. Ich sollte besser auf die Nachrichten da oben aufpassen. Ja, probieren wir das. Vielleicht kriegen wir einen Stopp hin. Keine Ahnung, ob das bei dem überhaupt geht. Weil es ja ein Boss ist. Er benutzt Lichtmagie. Ich frage mich gerade, was macht bei dir eigentlich dunkle Magie? Wenn er Lichtmagie benutzt, ist er vielleicht anfällig auf Dunkelmagie? Macht bis jetzt den meisten Schaden auf jeden Fall. Was haben wir denn für Combo-Attacken? Ja, verdammt, ich hätte den höheren nehmen sollen. Ich glaube, jetzt werde ich eine Runde mit Gegenständen heilen. Lapis. Da eine Runde Lapis für alle. Ja, Critical. Mal sehen, ob wir einen Zeitstopp reinkriegen. Ich weiß zwar nicht, ob es geht. Ob das bei Bossen überhaupt funktioniert. In manchen Spielen ist es ja so, dass solche Effekte Bosse überhaupt nicht betreffen können. Ja, ja, Donner nicht. Ich glaube es irgendwie nicht, dass ihn das betrifft. Defensivstellung. Weißt du, er macht eigentlich nichts, oder? Das ist im schlimmsten Fall, sollte ich das abwarten. Konterzustand aufgehoben, perfekt. Oh, das hat Schaden gemacht. Ordentlich sogar. Okay, also den Falkenhieb, wenn möglich, benutzen. Ich glaube, Medium genügt momentan. Ha! Haben wir ihn. Yay, Level Up Pfeiler. Damit wäre der Spuk beendet. Lasst uns die Idole suchen. Das macht mich irgendwie nervös, dass die Rüstung hier rumliegt.
Was zum... Das soll noch jemand mal behaupten, diese Einfallspinsel hätten keinen Geschmack. Wenn Reptilien das sehen, sie erstaunen. Das wär's dann wohl, lass uns zurückkehren. Oh, die Helden sind zurückgekehrt. Und, welche Kunde bringt ihr vom Turm? Zahllose Geister hatten sich in ihm breit gemacht, doch wir haben sie allesamt in das Reich der Toten zurückgeschickt. Dann will ich euch unseren innigsten Dank aussprechen. Ach übrigens, konntet ihr einen Blick auf die himmlischen Erdole erhaschen? Sie stehen in der obersten Kammer des Turms. Wer sie gefertigt hat, ließ sich leider nicht feststellen. Doch es muss ein vortrefflicher Künstler gewesen sein. Dann gibt es sie also wirklich. Ein weiteres Mal stehen wir tief in eurer Schuld, tapfere Helden. Nehmt dies als Zeichen unserer Dankbarkeit entgegen. Möge es euch gute Dienste erweisen. Ich finde das echt klasse, dass wir die Idole sind. Ich meine, ja. Heroes Brosche. Ich finde das echt klasse. Wir sind die Idole. Gefällt mir. Was ist das jetzt? Ich sehe es nirgends. Ah, da. Nein. Das ist die Heldenbrosche. Da ist die Heroesbrosche. Stärkt Grandelion halbiert den MP-Kosten. Ah, das ist für Frog. Okay. Vielleicht gar nicht so schlecht für ihn. Jetzt können wir noch... Oh, jetzt steht er hier. Ich nützlich Sachen haben. Ihr mal Blick auf meine Waren werfen. Oh, ein Händler. Oho. Ich würde davon gern noch 5 nehmen. Sicherheitshalber. Das stocken wir auch auf 20 auf. Das stocken wir auch auf 20 auf. Okay. So, Drachenkopf könnten wir 2 brauchen. Wirklich? Und bevor ich das mache, nein, okay. Das Drachenkopf könnten wir 2 brauchen. Drachenrüstung könnten wir sogar 3 brauchen. Mal sehen, ob es dann wirklich so ist, aber... Reptilien-Diadem, Reptilien-Gewand. Habe ich nicht noch ein Reptilien-Gewand? Luca. Ja. Das senkt ihr Tempo gut um die 3 Punkte. Okay, also Frog kann noch den Drachenkopf brauchen und die Drachenrüstung. Und ja, und Robo. Ja. Robo hat jetzt 999 Lebenspunkte. Ja. Markus auch. Wow. Ja gut, das Eila, ja. Das war klar. Gefällt mir. Was du das jetzt mit den rostigen Klingen? Pyroxen, nein. Na gut, Leute, das war's. Ich werde, glaube ich, nachlesen, was dieses Pyroxen sein soll. Das heißt, wir reisen dann noch einmal in die Vergangenheit wegen der rostigen Klingen abgeben. Ich will wissen, was da rauskommt. Und dann sind wir fertig. Dann geht's auf zum dunklen Traum.
Ich weiß noch nicht, in welchem Zeitalter wir dann machen sollen. Naja, ich überlege noch. Okay, Leute, das war's für die Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.